Und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Skyrim Dawnguard. In dieser Folge werden wir jetzt Torwächter jagen gehen. Zwei müssen sterben. So. Zwei müssen wir töten. Okay. Ich guck gerade, wo sie sein könnten. Ich werde es aber erstmal Avak, den wir ja in der letzten Folge bekommen haben, zu den Favoriten hinzufügen und beschwören. So. Ich glaube, damit dürfte vieles einfacher gehen. Auf jeden Fall das Hinreisen dürfte damit wesentlich angenehmer sein. Ich folge erstmal dem Pfeil da. Und dann dem anderen. Ups. Das wollte ich jetzt nicht. So. Ich lege besser schon mal den Wundenschließenzauber wieder mir auf die passende Taste. So. Bim. Mal sehen, wo wir das Gesuchte finden. So. Ah! Da sind wir schon. Anscheinend. Dann gehen wir jetzt zu Fuß weiter. So. So. Okay, hier irgendwo muss er sein. Und da ist der Torwächter. Der nächste. Das wird dir auch nicht viel helfen, mit deinem Schild rumzuhauen. Was? Der zweite Torwächter ist erledigt. Sehr schön. Das ging auch sehr schnell und einfach. Und jetzt begeben wir uns zurück zu Avak, wo auch immer er gerade ist. Ich habe ja ihn hier irgendwo abgestellt. Hier irgendwo in der Nähe. Im Zweifelsfall beschwöre ich ihn einfach nochmal. Das ist ja kein Problem. Ah, Gegner. Zwei Gegner. Da kommt einer. Ein Knochenmann, der leider recht viel aushält. Nicht gut. Nicht gesund. Mist. Ich muss ja ein bisschen Katz und Maus spielen. Typisch für mich als Magier. Und das war's. So, einmal heilen. Dafür sollte das Mana noch reichen. Das zweite war jetzt wiederum sehr einfach. Ich interessiere mich jetzt nicht für diesen Ort, deswegen ziehe ich es einfach weiter. So. Gut. Wir brauchen nur noch einen Torwächter, dann kann es auch weitergehen. Und die einzige Sorge, die ich habe, ist der erwähnte Drache. Und während ich hier gerade stillstehe, will ich nochmal die Uhr stellen, ja. Ich vergesse immer wieder meinen Let's Play Wecker, so nenne ich ihn mittlerweile, meinen Let's Play Wecker zu stellen. Also nicht immer, aber immer wieder öfters. Und das kann zu Problemen führen. Wenn ich dann eben nicht weiß, wie lange ich noch aufnehmen kann. Ist ja schon blöd. Gut. Dann sind wir wieder an der Stelle, wo wir vorher waren. Und ich glaube, dann müssen wir wohl hier lang. Vermute ich jedenfalls, dass wir hier lang müssen. Ich kann mir jetzt jedenfalls nicht vorstellen, dass wir zu dem Gebäude müssen, dass wir da rein müssen, beziehungsweise
Wir können auch, glaube ich, noch gar nicht da rein. Weil da eine Barriere war. Und um an dieser Barriere vorbeizukommen, müssen wir die Torwächter töten. Und ja, Serana ist schon seit einer ganzen Weile verschwunden. Und da finden wir wahrscheinlich den letzten Wächter. Wow, ein Nebelmann. Was? War da noch einer? Oh, hier ist noch einer. Da. Gut, und hier haben wir ihn schließlich, den letzten, der Nebel, der Torwächter. Das ist nur ein Zornmann. Das ist nur ein Knochenmann. Das ist auch nur ein Zornmann. Die interessieren uns ja alle nicht. Wir brauchen den Torwächter. So. Wutz. Wo? Wo sind wir hier? Egal. Oh, seht mal, ein Mond. Es gibt hier also einen Mond oder so etwas in der Art. Ich glaube, die werden zu Gegnern, sobald wir... Oh! Ich glaube, das war der Torwächter, der einfach mal an uns vorbeigegangen ist und uns erschossen hat. Wunderbar! Anscheinend ist der wiederum etwas stärker. Nein! Ah. Blödes Skyrim-Interface. Blödes Skyrim-Interface. Ich verfluche es. Ich wollte gar nicht auf Ja klicken. Ich wollte auf Nein klicken. Aber ich weiß nicht, wie das jetzt passieren konnte. Aber es hat einfach mal die Auswahl geändert. So dass ich anstatt auf Nein auf Ja geklickt habe. Kann auch sein, dass ich die falsche Taste gedrückt habe. Aber soweit ich mich erinnern kann, habe ich nur die Maustaste gedrückt. Naja, egal. Gut, dann müssen wir jetzt halt nochmal die beiden Wächter töten, beziehungsweise den einen da nochmal töten dann. Diesmal gehen wir aber zuerst diesen Wächter an. Damit wir jetzt nochmal den schwereren weg haben. Ja, so, stirb und so. Wäre cool und so. So. Wie gesagt, ich töte jetzt erstmal lieber den hier. Damit wir jetzt nochmal den schwereren weg haben. Yay! Auf nach oben. So. Ihr seht, ich verwende das Sprinten jetzt häufiger. Einfach, weil es so angenehmer ist. So, der Knochenmann kommt daher. Und ich glaube, ich sollte mich einfach nur nicht dem Wächter im offenen Kampf stellen, weil der ungesund ist, wie ihr gesehen habt. So, hat er nicht irgendwie einen Bogen fallen gelassen? Naja, der hat nur einen Seelenstein. Und jetzt trage ich schon wieder zu viel. Ich glaub's ja nicht. Weg mit diesen Kerzenhaltern. Lasst uns diese Torwächter töten und dann zurück zum Gefängnis gehen. Ja, ja, machen wir, machen wir. Aber erstmal will ich wissen, wie wir hier überhaupt wieder runter... Okay, das ist üblich. Ich wollte gerade fragen, wie kommen wir wieder runter, aber ihr habt's gesehen, das hat sich erübrigt. So. Ja, jetzt müssen wir nur noch zum letzten Torwächter, den wir eigentlich schon besiegt haben, aber naja. Was ich eigentlich erreichen wollte eben, ich wollte nicht laden. Jedenfalls nicht den neuesten Stand. Sondern... Was rede ich denn da?
Wenn man stirbt, muss man immer einen Speicherstand laden. Oder wie war das noch gleich? Nein, nein, Quatsch. Man wird zu einem bestimmten Punkt zurückgespawnt, wenn ich mich nicht irre. Zurückgebracht und dann kann man von da aus ja, wieder dahin gehen und hat den Fortschritt noch. Bei Oblivion war es so, dass man laden musste. Bei Skyrim nicht. So. Verzeiht, ich bin ein wenig ja, müde. Daher kann es sein, dass ich ein bisschen vergesslich bin oder ein bisschen was durcheinander bringe. Weil, ich meine, es ist gerade spät abends und wenn ich von der Arbeit komme, dann bin ich auch so ein Espresso müde. Daher verzeiht mir das einfach mal. Außer ihr seid so außer ihr seid so fies, dass ihr mir das nicht verzeiht. So. Okay. Jetzt werden wir dem letzten Torwächter einfach eins überbraten und dann gehen wir zurück. Und wir haben diese Quest erfüllt. Wie heißt die Quest, bei der wir gerade eigentlich sind? Jenseits des Todes immer noch. Ist also alles immer noch bezüglich dem Schattengrab. Und ja, ich weiß, dass wir noch die Notizen suchen könnten. Ja, aber ich möchte lieber schnell die Quest lösen. Und bevor wir dahin gehen, für den Falle eines Knalles möchte ich lieber nochmal speichern. Fände ich ganz knorke. Und erstmal die kleinen Gegner hier platt machen. Uah! Da landet der einfach mal eben. Steht einfach mal direkt vor mir, dieser Sack. Dieser Knochensack. Aber diesmal nicht. Diesmal nicht. Nicht mit mir, ne? Nicht mit mir. Wow, aber der zieht einem wirklich verdammt viel ab. Uah. Mist. Muss flüchten. Muss feige wegrennen. Lass mich mal doch mal kurz vorbei, ja? Wäre ganz knork und so. Aua. Ah, Serana ist da. Sehr schön. Der Torwächter ist erledigt. Und die sind jetzt nur noch eine Formsache. Weg mit dir, Knochenmann. Gut, die restlichen sind nur noch ein Zornmann. Oder ein Nebelmann. So, und den hat Serana erledigt. Wir sind fertig. Seelenstein. Gut. Dann gehen wir endlich mal und geben die Quest ab. Ja. Denn das hier ist World of... Nee, das ist The Elder Scrolls Online und wir müssen eine Quest abgeben, wisst ihr. In Wirklichkeit spielen wir nämlich nicht Skyrim Dawnguard, wir spielen Skyrim, wir spielen hier Elder Scrolls Online und spielen in Skyrim. das sieht doch irgendwie nach einer Drachenklaue aus. Oder? So. Jetzt so schnell wie möglich zurück, denn ja, wir haben hier alles gesehen, alles gemacht. Oder auf jeden Fall alles gesehen. Ob wir alles gemacht haben, das entscheiden nicht wir. Das entscheidet die Storyline. So. Schnell hinauf. Außerdem will ich noch innerhalb meines Aufnahmezeitrahmens die Quest erfüllt haben. Ganz einfach. So. Gleich sind wir wieder da. Da sind wir. Ah, sehe gerade, wir können jetzt auch hier rein. Die Barriere ist aufgehoben. Ihr konntet alle drei Hüter zerstören. Ja. Ich bin beeindruckt. Musst du auch.
Ja. Bitte folgt mir. Yay! Nach Dornevier Ausschau. Okay. Die Barriere des Gefängnisses ist gesenkt. Also wird er sicher nach dem Rechten sehen. Gut, aber an dieser Stelle passt er jetzt nochmal. Nicht um zu beenden, noch nicht. Aber Dornevier und so. Ihr versteht? Und sterbliches Blut. Zweimal. Ich nehme dieses Rezept mit. Ist hier noch was? Nee. Dann gehen wir. Ja. Weise uns den Weg. Je schneller wir von hier verschwinden können, umso besser. Friedhof. Ein Vampir, der... Hey. Ich wollte das noch lesen, ja. Diese Ladebalken sind immer so unfair. So. Wartet. Ich höre etwas. Dornevier. Da ist Dornevier. Das wird schwierig. Oder? Was meint ihr? Wird das schwierig? Auf jeden Fall werden wir uns tapfer ihm gegenüberstellen. Und ich werde jetzt auch endlich mal wieder... Wo ist es? Ruf der Tapferkeit. Oh, stimmt. Ich habe ja die Vampirform hier. Okay, mit dem... mit der Vampirform kommen wir praktisch kaum mehr zurecht. Ich habe schon lange nicht mehr die Vampirform genutzt, daher... Ja. Bin ich ein bisschen aus der Übung. Wutz. Na, lass mich doch mal in Ruhe, ja? Zapp! Jetzt töten wir hier ein bisschen was. Zum Beispiel Serana, ja? Ganz gutes Ziel zum Töten vor allem, ne? So, du stirbst. So, tot. Da ist er. Dornevier. Naja. Scheiße. Ich weiß gar nicht mehr, wie was geht. Ah, so. Okay. Gut. Ich wollte mich nämlich nicht zum Vampiren verwandeln. Diesmal nicht, nein. Ich wollte nämlich eher meinen Schrei nutzen. So, den Ruf der Tapferkeit. Und einen Helden von Sovngarde rufen. Dornevier ist aber auch schon fast erledigt. Und damit... Ende Gelände, Dornevier. Du bist tot. Gibt's keine Seele für uns? Hey! Ich wollte ihn doch noch durchsuchen. Oh, Menno. Na los, sie führt uns zur Schriftrolle. Ich will sie mal was fragen erstmal noch. Erleichtert, glaube ich. Diese ganzen Dinge haben eine Weile in mir rumort. Ihr habt keine Ahnung, warum ich ihr das schon sagen wollte. Warum habt ihr ihren Plan überhaupt zugestimmt? Schaut mal, ich habe meinen Vater geliebt. Da kippt der Held um. Als er die Prophezeiung entdeckt hat, wurde sie zu seinem Lebensinhalt. Alles andere, selbst meine Mutter und ich, wurden überflüssig für ihn. Ich stand meiner Mutter nahe, aber sie hat mir natürlich immer nur ihre Sicht der Dinge erzählt, bis ich sie eines Tages selbst geglaubt habe. Okay. Sie sind nicht viel von ihm verhalten. Ab dem Zeitpunkt, an dem wir uns Monat beigeweiht hatten, kühlten sich die Dinge zwischen ihnen merklich ab. Beide waren trunken voll Macht, aber es zog sie in unterschiedliche Richtungen. Dann fand er die Prophezeiung und das war's dann. Okay, und ihr fandet euch zwischen den Fronten wieder. Das war ich. Ganz ehrlich, ich habe erst jetzt erkannt, dass meine Mutter nicht besser als er war.
Er war ganz von seinen Machtgelüsten besessen. Sie war besessen davon, ihn scheitern zu sehen. Eine ziemlich giftige Atmosphäre. Vielleicht hätte ich es kommen sehen sollen. Es könnte uns allen jetzt besser gehen. Okay. Vom Kopf her weiß ich das. Aber ich bedauere noch immer, wie sich die Dinge entwickelt haben. Entschuldigt, ich weiß, dass ihr nur helfen wollt. Danke. Okay. Wir sollten weitergehen. Ja. Okay, jetzt haben wir noch mal ein bisschen mit ihr geredet. So. Ja. Sie wurde eigentlich von beiden benutzt, von ihrem Vater, von ihrer Mutter. Keine schöne Vorstellung. Und ich würde sagen, an dieser Stelle macht es auch wieder einen Cut. Ist auch einiges passiert. Wir haben die Torwächter getötet, wir haben den Drachen getötet. Und mal sehen, was dann in der nächsten Folge passieren wird. Ich bin Sarah von LP und wir sehen uns in den... Führt uns zur Schriftrolle. Ja, ja, lass mich doch... Ciao. Einfach ciao.